habe ich was geschickt gekriegt. Vielmehr, man kann auch sagen, zurückgeschickt gekriegt. Ich habe mal ein Bajonett gefunden. Es waren zwei gewesen, die noch eigentlich recht gut in Schuss sind. Wurde nie gefilmt, habe ich nie gemacht, weil ich mir irgendwelche Kommentare ersparen wollte. Wo, warum, wieso und weshalb. Und habe ich nicht gemacht. Ist auch real. Und jetzt habe ich es zurückgeschickt gekriegt vom Restaurator. Ja, wo auch Zug Steiner seins hatte, seine Koppelschlösser oder was er da gefunden hat, restaurieren lassen hat. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ist jetzt schon eine Weile her. Wo ich es losgeschickt habe, ist schon, glaube ich, jetzt 3-4 Wochen her ungefähr. Und habe es die Tage zurückgeschickt bekommen. Und heute möchte ich mit euch zusammen das mal öffnen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich habe nur am Anfang Fotos geschickt gekriegt. Nur jetzt nicht mehr, wo es halt fertig geworden ist. Und für ihn und anderen, der sagt, wie konntest du sowas machen, schöne Bajonett so verunstalten zu lassen. Aber ich finde es so, sag ich mal, in Ordnung, schick und schön, wie es halt ist. Und ich hoffe mal, das Video gefällt euch, was ich hier mache. Eigentlich ist es auch Quatsch. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen. Aber ich habe gesagt, ich mache mal ein Video darüber, was auch ein kleines bisschen Werbung ist für diesen kleinen Restaurator, der das gemacht hat. Und ich bin happy. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und mal gucken, wie es aussieht. Einzige Doofe ist, ich habe kein Cuttermesser dabei, was ich eingepackt habe eigentlich, aber vergessen habe. Dann haben wir hier das Paket, das Schöne. Und ich bin mit euch hier draußen in der Natur, weil ich dachte, zu Hause aufmachen habe ich eigentlich keinen Bock da drauf. Und das mache ich hier heute mit euch zusammen in der Natur. Ist ja auch schön hier. Hat gerade ein bisschen geregnet bei uns. Wurde auch mal Zeit. Und jetzt öffnen wir mal das gute Paket. Ich setze mich auch gleich noch mal ins Auto. Ich habe jetzt nur noch ein Draht. Ich hoffe, dass ich das aufkriege damit. Aber das ist halt doof. Ich habe das Cuttermesser auf. Wo ich das schon gelassen habe? Das ist halt doof. Ich nehme den Schlüssel. Aha. Ich nehme den Schlüssel. Aha, guck mal, Leute, das geht doch damit. Ich bin echt mal gespannt, wie das aussieht, wa? Oh, sehr viel Papier. Sehr viel Papier. Aha. Packen wir das mal auf die Erde. Ich nehme den Müll auch natürlich mit. Oh, guck mal, wie schön das verpackt ist. Eieieiei. Guckt euch das mal an, wie schön das verpackt ist. Ja, da haben sie sich Mühe gegeben. Jetzt muss ich das schöne, die schöne Verpackung aufreißen. Wo reiße ich denn am besten? Na, hier. Schön gemacht, also wirklich schön. Da kannst du nichts sagen. Das wird jetzt ein kurzes Video, das wird einfach nur... Eieieiei, das sieht ja geil aus. Eieiei. Wenn ich schon das Holz jetzt da drin sehe. Das ist ja wie bei Zug Steiner seins. Der hat nämlich vor kurzem auch seins zurückbekommen. Sondel... Burb Restauration. Das ist das. Das ist die... Ich will nicht sagen Firma, eine Firma ist das noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, wenn halt Leute wie ich, guck doch mal die Kiste an, das habe ich ja nicht gewusst. Ich habe gedacht, der krieg in so einem Karton wieder. Alter, sieht das geil aus. Also ich muss ehrlich sagen, eventuell lasse ich das ja in dieser Kiste drinnen liegen. Das sage ich euch wirklich aus Überzeugung. Sonderbürb, Restauration. Schön, wirklich wunderschön gemacht. Ich habe ja keine Lust, jetzt aufzumachen eigentlich. Aber hier ist ein Bajonett drin. Ne? Also ein wunderschöner Kasten, muss ich ehrlich sagen. So, machen wir mal den links auf. Ich muss gucken, mein Auto steht da. Ich bin jetzt in so einem Waldweg drin gefahren. Was man ja eigentlich jetzt nicht darf. Aber ja, Waldbrandstufe ist zurückgegangen. So. Oh, weia, das liegt hier drinne. Ich habe schon ein ganz kleines bisschen was gesehen. Also ich finde es ja toll. Also wirklich, guckt euch mal die Verpackung an. Wenn ihr was hinschickt, ihr kriegt so eine Verpackung wieder. Ich habe es einfach nur eingewickelt in so ein bisschen Styropor und kriege es so zurückgeschickt. Also Leute, das ist sowas von geil. Also wenn ihr wirklich mal was zum Restaurieren habt, ich kann euch das nur nahelegen und empfehlen, wie das hier verpackt ist. Jetzt gerade unter so einem Strommasten bei mir in der Nähe hier zu Hause, falls er hier Strommasten sieht.
Ich bin nicht im Wald, ich bin nicht, auch nicht Sonne, ich bin hier wirklich nur mit meinen Schlumperklamotten, wie ihr sehen könnt, und meine nicht pinken Crocs halt heute nicht an, weil die gehen langsam kaputt, ich muss nur neue holen. So Leute, jetzt kommt der Trommelwirbel, vielleicht finde ich ja einen Trommelwirbel, den ich einführen kann, einspielen kann. Ich muss mal sehen, dann gucken wir uns das mal zusammen an. Also ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wie es aussieht. Gut, machen wir auf. Geil. Ist das geil geworden. Schön, 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 schön. Guckt euch das mal an. Wie rostig das war. Ich kriege ja vor und nachher Bilder geschickt von den Zweien. Das ist ja der junge Mann mit seiner... Alter, sieht das geil aus. Wunderschön. Ich kann nur sagen, wunderschön. Ich bin ja richtig happy. Wie ihr sehen könnt, sind keine originalen Griffschalen. Habe ich auch gesagt, möchte ich nicht haben. Ich möchte eine gewisse Moderne drin haben und eine gewisse alte Fundcharakteristik. Und die Fundcharakterik, das sah auf den anderen Bildern, die ich bekommen habe, sah halt nicht so schön aus. Da habe ich gedacht, oh, Mensch, Junge, was hast du da gemacht? Hast du das mal bloß zu Hause liegen lassen? Alter, sieht das geil aus. Mein Bajonett. Ich habe noch ein zweites. Das sieht, ist von der Qualität her so ähnlich. Ich glaube, das lasse ich auch noch mal so machen. Aber mega geil. Wirklich mega geil. Ich werde Wahnsinn. Und guckt euch mal die Verpackung an. Das ist nur Verpackung, wie das zurückkommt. Ich habe es so blank hingeschickt. Ohne Griffe, ohne Janisch, einfach nur ein blankes altes Bajonett. Wirklich, wirklich wunderschön. Ich möchte mich wirklich bedanken. Ich werde die Bären auch gleich eine Sprachnachricht schicken. Und Werbung baller ich damit drin. Also Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr was habt, was restaurieren zu lassen, was eine gewisse Moderne hat. Ich glaube, mit Absprache, wenn ihr Teile habt, die ihr, sag mal, man hätte die originalen Schrauben nehmen können, wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich sie den Bayern geschickt, denke ich mal, dann hätte es auch so ausgesehen, vielleicht werde ich das beim nächsten machen. Ich werde das nächste auch hinschicken, wirklich, ehrlich gesagt, das werde ich machen. Und wirklich wunderschön, ich kann nur sagen, geil. Geil, 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 wirklich mega, mega geil. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Bin ich nicht von ausgegangen, absolut nicht. Das lasse ich so liegen. Da brauche ich ja keine Kiste. Ich wollte mir so eine aus Eichenholz so eine Kiste bauen, wo ich das Bajonett drinlegen kann. Alter Falter, ich muss das nochmal rausnehmen. Guckt euch das mal an. Man sieht ja hier auch sehr noch den Stempel und alle drinne von dem Bajonett. Das ist wirklich noch ein sehr guter Fund gewesen. Erhalten. Nie gefilmt, nie gezeigt. Ihr habt das nie gesehen. Jetzt hier zum ersten Mal seht ihr das. Und ich habe noch eins, lang zwei Stück. Ja, ich bin sprachlos. Geil, wirklich. Also da kann ich nur sagen, mega Arbeit, geil geworden. War jetzt wirklich eine Weile weg gewesen, aber dafür, Alter, ich werde ja wahnsinnig. Ist das schön geworden. Und das könnte man auch wieder aufpflanzen auf dem K98. Alter, ist das geil geworden. Wirklich, wirklich geil. Sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Echt. Gut, Leute, guckt euch das an, die Arbeit. Wenn ich jetzt Bescheid sage, ich kriege heute noch die Fotos geschickt, weil die wollten sie mir erst schicken, vorher, nachher Bilder, wenn ich es auspacke. Und ich habe es, ich glaube, gestern oder irgendwie, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern habe ich es bekommen und habe mir auch wirklich echt Zeit gelassen mit auspacken, weil ich gesagt habe, da will ich meine Ruhe haben, weil ich auch zu Hause noch ein bisschen was zu tun habe. Und geil, einfach mega geil, wirklich. Ich freue mich wirklich. Recht, recht herzlichen Dank, dass es so schön geworden ist. Und Freunde der Gesellschaft, wenn ihr was habt, kontaktiert die beiden. Die sind auf Instagram. Könnt ihr sie anschreiben, Sonnelburb Restauration. Da findet ihr sie. Ich werde auch noch einen Link reinpacken, einen Instagram-Link von den Zweien. Und ich bin echt, echt überwältigt. Wirklich geil. Hätte ich nicht gedacht. Also, wie gesagt, Fundcharakteristik ist zu sehen.
so die alten Rostlöcher, das habe ich gesagt, das möchte ich gerne haben und halt eine gewisse Moderne. Und das haben sie damit geschafft, wirklich geil. Ey, mega, mega geil, wirklich. Geil geworden. Gut, jetzt packe ich es aber endgültig ein. Ich muss mit meinem Auto da wegfahren, wo ich stehe, sonst kommt nachher der Förster oder die Polizei an oder weiß ich was, wer. Und ich kriege einen Zettel hier. Aber hier war kein Schild gewesen. Also ich durfte hier hinfahren, weil ist ja auch nebensächlich. So, liebe Sondelburb Restaurationskollegen, sage ich mal, Dankeschön für das wunderschöne Messer, wie ihr das restauriert habt. Kann ich echt nur sagen, Leute, bringt da was hin, schickt da was hin. Ich kann nur da mache ich gerne Werbung für. Ist kostenlos gewesen, diese Werbung. Für die zwei. Und einfach geil. Und sag mal, die Sachen sind recht kostengünstig, wenn man sie, wenn ich sehe, was das für Arbeit ist, kostengünstig wegzubringen, wegzuschicken, was man da bezahlt. Und da braucht man auch nicht großartig rumhandeln, weil das wirklich super, super Arbeit ist. Ich bin echt überwältigt, wa? Wirklich. Recht geil. Also ich werde das nächste werde ich hochschicken, hinschicken. Und vielleicht werde ich mal eins verlosen. Kann natürlich sein, wenn das ich sofort mal machen werde. Gut, also Leute, Sondelburb. Restauration. Ich verlinke euch den Instagram-Account. Da könnt ihr lieber zwei, sag mal, ist ja. Ich bin überwältigt, geil. Und die könnt ihr dann da anschreiben, kontaktieren. Ihr würdet irgendwann mal vielleicht eine Handynummer kriegen. So die Geschäftshandynummer. Und da könnt ihr euch austauschen. Da kriegt ihr auch immer Bilder geschickt, wie das aussieht gerade. Und bloß halt das Finish, das werdet ihr nicht sehen. Ich verlinke euch den Instagram-Kanal und dann schreibt sie einfach an. Die machen super, super Arbeit, wirklich. Echt geil. Also zweite werde ich auch schicken. Ich habe auch noch einen Helm, den ich gerne schicken würde wollen. Den letzten Helm, den ich gefunden habe, den würde ich gerne den zweien auch noch schicken zum Restaurieren. Mal sehen, weg demnächst mal machen. Wirklich echt geile Arbeit. Also, liebe Sondelburb, so kommt das Ding an. Ich bedanke mich recht, recht herzlich für die wunderschöne Arbeit. Und ich bin überwältigt. Wirklich, hab da geschafft, mich zu überraschen. Wirklich toll geworden, toll geworden. Kann ich nur sagen, Daumen hoch. Mega geil, ich freue mich total. Wirklich, bin sehr, 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 sehr überrascht. Ich glaube, ich lasse das Ding auch so hier drinnen liegen. Bekommt so irgendwie in eine Vitrine gelegt oder irgendwo oder auf ein Sideboard gestellt. Muss ich mal gucken. Wunderschön. Gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und die Arbeit, was die zwei gemacht haben, oder der junge Mann war das ja mehr gewesen, und dann schaut mal auf den Instagram-Kanal. Guckt euch das an. Wirklich sehr, sehr, sehr sympathische zwei Menschen, die das gemacht haben. Und ich kann euch das nur nahelegen. Bringt da mal was hin, wenn ihr was zum Restaurieren habt. Ich wollte eine gewisse Sache moderner haben und eine gewisse Dings. Ich bin wirklich sehr überrascht. Wirklich. Hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, na, ob das Richtige ist, was ich gemacht habe. Ich habe das Richtige gemacht. Wirklich, 100%. Gut, also ich sage jetzt erstmal Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like nach oben da. Kommentiert mal, was ihr sagt zu diesem Bajonett, wie das aussieht. Also sieht mega geil aus. Ich werde mal gucken, dass ich schöne Fotos mache noch. Ich kriege aber auch noch welche geschickt und dann schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie das aussieht. Ich bin mega überrascht. Gut. So, ich bin fertig mit dem Video. Also ich bin wirklich sehr überrascht mit diesen die Qualität her, wie das restauriert wurde, gefällt mir. Ich werde das nächste auch hinschicken. Das sage ich jetzt nicht nur so, muss er ja sagen, vielleicht kriegt er ja Geld für, als umsonst gekriegt. Nein, ich habe es nicht umsonst gekriegt. Das Restaurieren machen hat mir auch Geld gekostet, habe ich gerne bezahlt. Wie und was müsst ihr wirklich erfragen, was so was kostet. Das sind gute Preise, sage ich mal, und da mache ich gerne Werbung für, wirklich. Also da, ich wollte erst kein Video machen, habe gedacht, doch, machst ein Video. Kommentiert fleißig in den Kommentaren. Funktion, die ist ja da, und sagt mir mal wirklich, wie das hier aussieht, wie ihr das findet, wie das restauriert wurde. Das nächste kommt mit originalen Schrauben, die versuche ich jetzt zu besorgen, und dann werde ich auch eins anders restaurieren lassen. Also das hat eine gewisse Moderne, wollte ich so haben. Dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.